Die Watchtime in Düsseldorf ist vorbei und ich war dabei. Ein erstes Video mit meinen Impressionen, einfach nur einen Rundgang über die Ausstellung, ohne Kommentare, nur mit Bildern, habe ich euch ja schon am Samstag hochgeladen. Heute möchte ich euch eine gekürzte Version zeigen mit einigen Kommentaren, was mir aufgefallen ist, was mir besonders gut gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat. Hallo und willkommen bei Watchbox des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute möchte ich euch eine gekürzte Version meines Watchtime-Uhrenmessen-Videos zeigen. Ich habe einige Marken, die mich weniger beeindruckt haben oder die weniger Neues hatten, rausgeschnitten. Und bei anderen Marken habe ich meine Kommentare hinterlegt, meine persönliche Sichtweise, was mir besonders gut oder teilweise auch weniger gut gefallen hat und was mich überrascht hat. Es waren also einige Marken dabei, die kannte ich nicht und die würde ich mir wahrscheinlich auch nicht kaufen, aber ich fand sie mega interessant, weil es wirklich mal was ganz anderes war und auch eine echte Überraschung für mich gebracht hat. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, auch wie die Uhren präsentiert wurden. Im Wesentlichen sind es die Bilder von Samstag, diesmal mit meinen Kommentaren. Wenn ihr meine Kommentare nicht braucht, könnt ihr an der Stelle aussteigen, euch das schenken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis dahin, euer Watchmaxe. Grand Ross, eine Marke, die mir schon alleine aufgrund ihrer Formgebung super gefällt. Unverkennbare Formen, unverkennbare Gesichter, unverkennbare Zifferblätter und nicht nur das Freitauchvideo, Link in der Videobeschreibung, faszinieren mich. Ich mag die Marke einfach. Omega hingegen hat aus meiner Sicht nicht so viel Neues gebracht. Teilweise gab es bekannte Modelle mit interessanten neuen Ziffernblättern. Hier nochmal die bekannten Modelle mit den bekannten Ziffernblättern. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat mich der Auftritt von Omega nicht vom Stuhl gehauen. Auch wenn diese Ziffernblattvarianten durchaus eine gewisse Faszination ausgeübt haben. Kustos hingegen hat mich wirklich fasziniert, auch wenn die Preise der Uhren doch deutlich jenseits meiner persönlichen Taschengeldgrenze liegen. Die Uhren sind nicht besonders gut ablesbar und haben mich doch sehr stark an Richard Mille erinnert, aber wenn ich mir die Werke angucke, und die Uhren, dann sind das für mich echte Kunstwerke und ganz eindeutig mehr Schmuck als Instrument oder reiner Zeitmesser. Wunderschön. Ich liebe diese Uhren, auch wenn ich sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder bezahlen möchte, noch tatsächlich tragen würde, finde ich sie einfach grandios gemacht. Formex hingegen ist eine Marke, die ich so noch nie auf dem Schirm hatte, die aber einen sehr, sehr coolen Auftritt hatte. Tempchen oder Tempchen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, eine Marke, die ich überhaupt nicht kannte und die mir auch nicht so viel Neues gezeigt hat. Vieles, was ich in der einen oder anderen Version schon mal gesehen habe, die Zeiger bei Sinn, die Gehäuse bei Sinn oder auch bei anderen. Also hier muss ich jetzt ehrlich sagen, schön, dass ich die Marke mal kennengelernt habe, aber nichts, was mich reizen würde. Stova, da war ich wirklich zwiegespalten. Stova war bemüht, die gesamte Breite des Angebotes zu zeigen und sich als die rustikale, bodenständige Marke für jedermann zu präsentieren. Aber es muss nicht aussehen wie die Trostpreisbox auf einem Volksfest. Formex hat dagegen einen ganz anderen Auftritt. Viel pointierter und weniger grabbeltischmäßig. Schade drum. Ein Uhrentresor von Chrono Vision mit eingebauten Uhrenbewegern hat mich unglaublich fasziniert. Auch wenn man für den Preis eines solchen Uhrentresors einen Klein- bis Mittelklassewagen kaufen könnte. Marcello C. hatte ich noch nie eine Uhr in der Hand, habe sie immer nur von Bildern gesehen und dachte, ja, kann man machen, muss man nicht. Ich muss meine Meinung in diesem Punkt wirklich revidieren. Die Uhren sind klasse gemacht, haben in
vielen Teilen ein eigenes Gesicht, auch wenn natürlich bestimmte Designanleihen nicht zu übersehen sind, haben sie mich trotzdem positiv überrascht, sowohl was den Preis betrifft, als auch die Qualität, als auch in Details die Originalität. Ich muss wirklich sagen, eine Marke, die ich kannte, aber nicht auf dem Schirm hatte, und nach dem Besuch und nach dem ersten Live-Kontakt habe ich meine Meinung doch etwas geändert. Bei Guinan habe ich meine Meinung fast zu 100% gedreht. Ich habe immer die beiden Marken Guinan und Sinn in gewisser Weise miteinander verglichen, weil es beides Marken in Anführungsstrichen von Helmut Sinn waren. Und bei Guinan dachte ich immer, ach, die sind mir so ein kleines bisschen seelenlos, ein bisschen zu einfach, zu wenig raffiniert. Und als ich sie jetzt live gesehen habe, die Uhren sehen wirklich live genial aus. Sie machen mir wirklich viel Freude und sie könnten tatsächlich zu meiner, wiederum in Anführungsstrichen, Zweitmarke werden. Ob es der Flying Officer ist, die neue Uhr mit dem 24-Stunden-Blatt oder auch die ganz neue Uhr mit dem stahlblauen Blatt. Richtig, richtig schöne Uhren, toll gemacht, zu vernünftigen Preisen und dazu, der Herr Knü ist ein Flight Engineer, toll gemacht und hier ist die 24-Stunden-Blatt, moderate Größe, toller Arm zu tragen, ein seltenes Werk, die Uhr ist zum Beispiel sehr stark limitiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf 20 Stück, super. Und hier durfte ich sogar die Uhr mit dem Stahlblau-Ziffernblatt vom Arm von Herrn Knü mitnehmen, ans Fenster gehen, um sie im Sonnenlicht zu betrachten. Ich war beeindruckt, ich fand es gut, wirklich gut. Bei Sinn gab es nicht so viel Neues zu sehen. Die grüne Uhr von Wald und Grund, beziehungsweise die blaue Finanzplatzuhr, die gibt es schon etwas länger, es war also nicht wirklich eine Messeneuheit. Und ansonsten gab es viele Uhren zu sehen, die es auch schon vorher gab. Interessanterweise war der Stand von Sinn aber immer relativ voll, viele Leute da. Aber man wurde immer freundlich angesprochen. Die Mitarbeiter haben sich Zeit genommen und vielleicht lag es auch an meiner persönlichen Affinität zur Marke Sinn. Ich habe mich hier ein klein wenig mehr zu Hause gefühlt als bei den anderen Marken. Aber wie gesagt, das mag auch einfach meine persönliche Wahrnehmung sein. Die Firma Tutima hatte für mich eine große Überraschung, und zwar ist das diese Serie hier der technisch nüchternen Uhren, die ich alle durch die Bank wirklich klasse finde, super ablesbar, moderat bepreist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine solche Uhr irgendwann einmal einen Platz in meiner Box hat. Schöne Uhren einfach. Die anderen von Tutima haben mich nicht ganz so vom Hocker gerissen, aber hier bin ich wirklich direkt begeistert gewesen. Hat diese Uhr als Durchmesser. Sie ist ein Nachbau eines historischen Erbstücks und wahrscheinlich nur am Ellenbogen tragbar. Girard Perregaux, wiederum eine Marke, die ich wirklich klasse finde, wo mir die spezielle Formgebung gefällt. Die Uhr ist sofort erkennbar und ist wirklich sehr eigenständig. Leider auch hier jenseits meiner persönlichen Taschengeldgrenze. Und damit nichts für mich, auch wenn ich sie richtig, richtig, richtig schön finde. Die nächste Marke, die ich zeigen möchte, ist Hanhardt. Auch hier Uhren mit einem unverkennbar eigenen Gesicht, mit eigenen Formgebungen, wie zum Beispiel die Bandanstöße, die Ziffernblätter, moderat bepreist, durchaus auch für den Durchschnittsverdiener mit ein wenig Sparen im Bereich dessen, was man sich leisten kann. Und das unverkennbare Kennzeichen ist der rote Drücker,
der an allen Hanhard Chronos zu finden ist und ein unverwechselbares Markenzeichen dieser speziellen Uhr ist. Schön, ich mag sowas einfach. Aber mein ganz persönliches Highlight, meine totale Überraschung der Messe ist Vintage VDB gewesen. Ich kannte diese Uhren nur von Foren, von Bildern aus dem Internet und ich habe regelmäßig gedacht, meine Güte, was sind das für Klopper? Und ja, es sind Klopper. Es sind große, auffällige, markante Uhren, die kaum verwechselt werden können, aber überraschenderweise sehr viele von den Uhren auch an einem schmalen Handgelenk relativ gut tragbar. Sei es, weil die Hörner relativ kurz sind oder sich durch ein herabbiegende Hörner an den Arm anpassen, fällt die Größe von zum Teil 48, 49, 50 mm nicht so stark auf. Und auch schwer sind die Uhren nicht immer, da komme ich gleich noch drauf. Bei dieser Uhr zum Beispiel hat der Chef des Hauses einen speziellen Sicherungsmechanismus für die Lunette entwickelt. Der kleine Knopf rechts muss gedrückt werden, die Zeiger sind von Hand gemacht. Wirklich unglaublich viel Liebe und Arbeit reingesteckt. Die Gehäuse werden zum Teil größer ausgebohrt, um Material wegzunehmen und Gewicht zu sparen. Hier in der Box sehen wir alles Einzelstücke mit antiken, alten Werken. Zum Teil sind die Zeiger neu gemacht, teilweise die Gehäuse per Hand gefeilt und geschnürgelt, um die spezielle Formgebung hinzubekommen. Ich habe bei keinem anderen Hersteller auf der Messe so viel Liebe und Hingabe zum Handwerk und dem Gegenstand der Uhr kennengelernt. Es hat mich wirklich beeindruckt, auch wenn ich die Uhren vielleicht nicht tragen werde, weil sie nicht ganz mein Stil sind, aber die Freude am Handwerk, die Freude am Machen war wirklich spürbar und das hat ein ganz bisschen angesteckt, wie ihr wahrscheinlich merkt. Die Uhr wirklich fasziniert und hin und her gerissen, denn das ist, obwohl sie doch unverkennbar extrem groß ist, durch das Ziffernblatt wirkt sie am Arm auf den ersten Blick gar nicht so groß. Das ist der Hammer. Das ist so ziemlich größte Uhr. Und das sind alles Einzelstücke. Alles Einzelstücke. Ich freue mich jetzt schon auf den Mai nächstes Jahr, wenn ich Vintage VDB einen Besuch abstatten kann und einen Film vor Ort machen, den ich dann natürlich auch mit euch teilen werde.